Moin moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Da sind wir wieder in unserem kleinen Bastelterrarium und... Das haben Sie gut gemacht. Okay, das ist ein schöner Einstieg in die Folge. Wir wollen heute die erste Insel mal hinter uns bringen. Wir haben fast die letzten Stufen erreicht. Also zumindest in der Unterhaltungsabteilung fehlt uns gar nicht mehr so viel. Und die Wissenschaft wollen wir heute noch ein bisschen nach vorne pushen. In der Hoffnung, dass wir das komplett abschließen. Und dass wir in spätestens der nächsten Folge auf die neue Insel kommen können. Dafür würde ich mal behaupten, wir haben im Moment noch eine Mission bzw. einen Auftrag offen. Wir sollen die Gästeanzahl erhöhen. Das können wir in der Regel über Dinosaurier machen, beziehungsweise... Jawohl. Das können wir in der Regel über Dinosaurier machen oder vielleicht über auch Fahrgeschäfte. Das müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Okay, den kleinen haben wir jetzt mittlerweile auch voll. Und dann würde ich sagen, holen wir uns auch direkt den nächsten Auftrag von der Unterhaltungsabteilung, denn wie gesagt, das ist nicht mehr so viel und das werden wir wahrscheinlich am ehesten oder beziehungsweise jetzt im Moment mal am schnellsten hinkriegen. Ich glaube, Sie werden diesen Auftrag annehmen oder ihn sich zumindest ansehen. Ceratosaurus freilassen mit einer Bewertung von mindestens 111 sollten wir normalerweise hinkriegen. Wir haben ja mittlerweile doch ein paar Genetiken freigeschaltet. Mal kurz orientieren. Mittlerweile ist unser kleiner Park dann doch etwas größer geworden. So, ein Ceratosaurus mit einer Bewertung von mindestens 111. Wir schaffen so mit unserem Modell, was wir bisher die ganze Zeit ausbrüten, 132. Passt also, wunderbar. Die Türen sind diesmal Gott sei Dank auch schon zu. Das Brüten läuft. Wunderbar. Und mal kurz einen Blick auf die Gesamtbewertung werfen. Wir haben mittlerweile 27 Dinosaurier. Ansonsten ist alles sehr gut. Auch wir haben mittlerweile wieder das großartige Wohlbefinden und eine volle Parkbewertung. So sollte das eigentlich immer aussehen. So, unser Expeditionsteam. Mal schauen, da haben wir noch jemanden. Triceratops, haben wir den auch noch einzeln? Nein. Scheinbar nicht. Gut, dann wird es erst recht Zeit, dass wir das hier langsam aber sicher mal hinter uns lassen. Der Triceratops dürfte damit jetzt auch der letzte sein, den wir auf der ersten Insel erforschen können. Und dann haben wir hier alles erledigt, was zu erledigen ist. Wir können uns übrigens auch schon mal den nächsten Auftrag von der... Nein, können wir noch nicht. Sonst hätten wir uns von der Wissenschaftsabteilung schon den nächsten Auftrag geholt. Die müssen wir ja doch etwas weiter nach vorne pushen. Ich nehme diese Folge hier übrigens mal etwas früher auf als sonst. Das heißt, ich weiß noch so ungefähr, wo wir im Thema sind. Das hat auch was für sich. Nein, ich habe gerade im Moment einfach ein kleines bisschen Luft. Und da habe ich mir gedacht, gönne ich mir den Morgen mal, beziehungsweise gönne ich mir den Morgen für euch. Und nehme mal eine weitere Folge auf. Denn es wird langsam aber auch wirklich mal Zeit, dass wir ein bisschen neuen Content in diesem kleinen Projekt hier kriegen. Was natürlich jetzt im Moment das Problem ist, ist ganz einfach. Wir sind für die erste Insel, wie ich schon gesagt habe, langsam am Ende angekommen. Jetzt sind natürlich einige, ich sag's ganz ehrlich, Wartezeiten einfach mit drin, wie zum Beispiel das Ausbrüten von dem Dino hier. Wenn sowas ansteht, ich werde das dann mal kurz in einem Zeitraffer oder in einem kleinen Schnitt setzen. Einfach, um euch jetzt nicht sinnlose Zeit zu rauben, beziehungsweise
Einfach auch, damit es für euch jetzt nicht zu langweilig wird. Denn wie gesagt, gerade so zum Ende der Insel, wenn man dann wirklich ein 100%-Spiel machen will, dann könnte es dann doch schon ein bisschen zäh werden. Aber im Moment können wir uns mal noch anschauen. Oh, sag mal da. Da wird Essen gebraucht. Die Hotels haben sich jetzt aus welchen Gründen auch immer mal beruhigt. Ich glaube, das war wegen dem Restaurant hier, oder? So, irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Fossilien sind auch da. Nur das ist eins, das wir nicht gebrauchen können. Aber den hier. Damit sollte die Forschung dann auch abgeschlossen sein. Würde ich sagen, kümmern wir uns auch direkt hier drum. Mal sehen, ob wir das so einfach können. Ich befürchte fast nein. Vielleicht kriegen wir ihn ja so... Na, sieht nicht wirklich so aus. Nee, sieht jetzt nicht aus, als bekämen wir das hier so einfach in den Griff. So, da haben wir die Türen zu, hatten wir auch schon geschaut. Dann lassen wir den Kleinen auch mal frei. Moin. Witzig, witzig. Ich hatte mir übrigens, fällt mir gerade mal ein, weil es eben erst war, ich hatte mir mal ein paar Videos durchgeschaut, unter anderem auch von einem ganz lieben Kanal eigentlich, der mir auch ganz viele Tipps zur Aufnahme mit OBS eigentlich schon gegeben hat. So für neue Kanäle tatsächlich. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil der Kanal sagte, um eine Kundenbindung bzw. um den YouTube-Algorithmus wirklich so auszunutzen, dass es einem effektiv viel bringt, sollte man kurze Videos machen, so um die 8 Minuten auch, um die Zuschauer ein bisschen an den Kanal und an die Videos zu binden, dass sie auch dabei bleiben. Ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wie so ein Let's Play von Jurassic World Evolution, sei es jetzt 1 oder 2, in 8-Minuten-Parts aussehen würde. Ich glaube, das käme dann letztlich auf ähnliche Folgenzahlen, wie Gronkh das mit seiner Minecraft-Season gehabt hat. Nein, also... ja, ich verstehe den Hintergrund, aber das ist natürlich, sagen wir mal, für ein wirkliches Let's Play eigentlich eine ziemlich absurde Vorstellung. Zumindest meiner Meinung nach. Ich würde aber auch sagen, den Dino, den wir jetzt gerade hier erforschen, den sparen wir uns, also hier unten, den Sinoceratops, dass wir uns den für die nächste Insel aufsparen. Das ist zwar ein hübsches Tier und... Na gut, vielleicht können wir auch ein Exemplar hier freilassen. Mal schauen, was hier die Kollegen dazu sagen. Wird schwierig. Na, mal sehen, vielleicht können wir einen davon mal tschüss und stattdessen so einen reinsetzen, denn er ist wirklich ein hübsches Kerlchen. Nein, aber wo ich eben noch im Thema war, ich verstehe den Ansatz des Ganzen. Aber ich finde das eigentlich, sagen wir mal, für einen wirklichen Spielekanal eigentlich eine recht absurde Vorstellung, Parts rauszubringen von 8 Minuten. Ich meine, ja, meine Folgen sind hier relativ lang und sie sollten eigentlich auch nicht so lange sein wie die letzte XL-Folge. Aber wie gesagt, in 8 Minuten kriegt man ja hier nicht wirklich was gemacht, gerade in solchen Aufbauspielen nicht. Haben wir. Hey. Ich habe gerade einen neuen Auftrag erhalten, den Sie sich auf jeden Fall ansehen sollten. Das müssen wir im Grunde gar nicht mehr. Tut mir leid, lieber Isaac, auf der nächsten Insel, aber hier nicht mehr. Statt...
Währenddessen schauen wir mal, wo wir den Sinoceratops haben. Da haben wir ihn. Und dann besorgen wir uns davon auch schon mal die DNA. Hier ist im Moment nichts mehr im Gange. Dann gucken wir mal. Aufträge. Wir brauchen was von der Wissenschaftsabteilung. Sie sind beschäftigt, aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Nehmen wir mit. Selbstverständlich nehmen wir es mit. Ja, der erste Fehler ist meistens der gravierendste. Und womit hat das alles begonnen, wenn nicht mit prähistorischer DNA? Ich meine ja nur, oder warne nur. Ihre Entscheidung. Ich glaube, Schneestürme oder Gewitterstürme sind auch dem sein Sonnenschein. Das ist ja fürchterlich. So, ja, ich verstehe auch mahnende Worte, aber irgendwann ein bisschen Begeisterung war auch mal ganz hübsch. Zumindest mal so zwischendurch. Hatten wir den noch nicht ausgewählt zum Extrahieren? So, dann schauen wir auch schon mal, wer von euch möchte denn mal umziehen? Du siehst doch eigentlich... Im Grunde ist es ja egal, aber wir nehmen jetzt einfach mal ihn. Ja. Und ich wünschte, wir hätten jetzt einmal so ein Wetter, wie wir es jetzt gerade hier haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich komme ja aus... Ja, danke schön. Ich komme ja tatsächlich aus dem Herzen des Rheinlandes, beziehungsweise direkt aus der Eifel. Und also wir haben hier, wenn man jetzt mal so rein auf die Wiesen schaut, das ist furchtbar. Also es ist alles verbrannt von diesem Sommer her. Es hat auch die paar Regentropfen, die bisher gefallen sind in diesem Jahr, die kann man an einer Hand abzählen quasi. Und ich hoffe einfach mal, dass wir demnächst auch mal vielleicht wieder ein bisschen Regen kriegen, weil ja, natürlich, Sonne ist schön, aber diese permanenten Temperaturen von 30 bis... Ihr habt es in der, ich glaube, vorletzten Folge war es gehört, 45 Grad, das ist natürlich Irrsinn. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt für solche Temperaturen gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. So, da haben wir auch schon zwei Bernsteine. Bernsteine sind natürlich immer schön. Wir schicken das Team auch direkt noch mal los. Na. Aber das ist gut. Diese Bernsteine, wie gesagt, sind wirklich effektiv und so werden wir auch, denke ich, recht schnell die 50% kriegen. Die Extraktion läuft auch relativ fix. Schon mal 34%. Wenn wir jetzt noch ein Bernsteinchen hätten, wäre es natürlich perfekt. Ansonsten sieht hier alles ganz friedlich aus. Hatten wir hier und nicht auch noch einen zweiten drin? Ich bin gerade verwirrt. Da war hier einer gestorben. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier noch das zweite Gehege hatten. Warum da jetzt nur einer drin sitzt, ist mir ehrlich gesagt gerade schleierhaft. Aber das können wir auch relativ fix wieder ändern. Wir brüten gerade... Moment, jetzt müssen wir gerade schauen, was für eine Farbe hast du? Du bist so ein rötlicher, dann brüten wir auch nochmal einen etwas grüneren hinterher. Da kommt unser Expeditionsteam auch wieder. Wenn ich so auf die Leiste schaue, dürften wir auch kurz vor den 50% schon stehen. Weißt du, so ergibt sich jetzt ganz gut.
Ja, wir schauen auch direkt mal rein. 48% haben wir. Ist natürlich super. Dann haben wir den Auftrag auch gleich erledigt. Und wir holen uns auch direkt den nächsten rein. Wenn Sie mit dem ganzen Chaos der Anlagen und den Dinosauriern zurechtkommen, wie schwer sollte es dann für jemanden mit Ihren Talenten sein, diesen neuen Auftrag abzuschließen? Das kann ich so noch gar nicht sagen. Auf 40 Millionen Wert steigern. Ich weiß gar nicht, wie teuer oder beziehungsweise wie hoch unser Wert jetzt ist. Mal reinschauen. Wir sind bei 22 Millionen. Das werden wir hier auf der Insel so nicht hinkriegen. Nee, dann verwerfen wir das wieder und nehmen den nächsten Auftrag lieber mit. Wie schaut's mit unserer Extraktion aus? Ah, wird. 52, perfekt. Ich freue mich schon auf die ganzen Fortschritte, die wir dank dieses Auftrags machen werden. Und dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Naja, so viele sind es jetzt auch wieder nicht. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Vor allem, das ist ja, das ist erstmal die vorletzte Stufe. Also da kommt ja noch ein bisschen was dahinter. Können wir, nein, können wir nicht. Erst in 2 Minuten können wir uns einen neuen Auftrag abholen. Dann wird es dann auch mit in dieser Folge, machen wir die Insel fertig, schon ein bisschen knapp. Denn, wie gesagt, 8 Minuten sind Blödsinn für ein Let's Play, meiner persönlichen Meinung nach. Aber solche Mega-Folgen wie die letzte sollten es dann auch nicht sein. Und wir sind jetzt immerhin dann doch schon bei 18 Minuten. Gerade mal schauen. Die Expedition schicken wir selbstverständlich. Selbstverständlich. Wieder los. Denn wie gesagt, auch wenn wir den Dino jetzt nicht effektiv in diesem Park nutzen werden, wobei, wie gesagt, einen werde ich ausbrüten, einfach um euch das Tier auch mal zu zeigen, ist es doch immerhin ganz interessant, wenn wir für den nächsten Park dann direkt schon ein ansprechendes Tier züchten können. Er ist auch gleich fertig. Dann können wir den Sinoceratops auch gleich schon mal starten. Lebensverlängerndes Gen können wir im Moment noch nicht einsetzen. Dafür fehlt uns noch das Genom. Einen Toten haben wir auch wieder. Was bist du? Ein Strutiomimus. Dann züchten wir den Kleinen auch gleich nach. Den schicken wir rüber. Wie siehst du aus? Mit lustigen kleinen Streifchen. Schicken wir den auch zur Abholung und brüten uns seinen neuen Kleinen nach. Ich glaube, du müsstest die Färbung gewesen sein. Lebenserwartung 61. Haben wir die schon hochgepusht eigentlich? Nein, haben wir noch nicht. 72. Hört sich gut an. Nehme ich mit. Vielleicht sonst noch irgendwas, was das Ganze ein bisschen... Ja, wir können sie noch ein bisschen höher schrauben. Sozial brauchen wir nicht, aber hier können wir nochmal drauflegen. Auf 91, das ist doch schön. Wir sind immer noch bei 82% Lebensfähigkeit, sollte also kein Thema sein.
Fossilien sind auch mittlerweile da. Und den Großen schieben wir in sein neues Zuhause. So, dann schauen wir jetzt mal, dass wir hier vielleicht doch noch irgendwo so einen Hauch von Platz kriegen für eine Frittenbude. Komm schon, irgendwo muss hier doch noch ein Eckchen sein. Das sieht echt schlecht aus. Ja, da ist uns die Parkgrenze im Weg, da ist uns das Hotel im Weg. Ich krieg's auch leider Gottes nicht so knapp angepasst. Wir können natürlich gleich mal schauen, ob wir vielleicht hier hinter noch was hinkriegen, aber ich befürchte, das wird eher knapp. So, die Türen sind zu. Die hier machen wir mal auf. Und den kleinen können wir rauslassen. Na, du hast auch die lustigen Streifchen, haben wir also auch das richtige Muster. Der flitzt auch ganz brav raus, so wie das sein soll. Nein, ich will die Tür. Und wir machen das Ganze wieder zu. So, jetzt dürften auch unsere Aufträge mittlerweile wieder verfügbar sein. Verbesserte Leistung, Upgrade auf ein kleines Kraftwerk an. Ja, das ist ganz leicht machbar. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Ist hier nicht so, als hätten wir das schon gehabt. Kein Problem. Na, Geld haben wir ja nun wirklich keine Sorgen mit, von daher ist es egal, da können wir uns auch solche Sperenzchen mal erlauben. Mal gerade noch schauen, ob wir vielleicht hier hinter noch die Frittenbude platziert kriegen. Da ginge es. Frage ist jetzt natürlich, kriegen wir da einen Weg hin? Schwierig. Nein. Ja, da zum Beispiel schon mal nicht. Aber hier kriegen wir vielleicht einen kleinen Weg noch rum. Das ist natürlich immer noch ein gutes Stück von hier weg, aber ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich das sonst regeln soll. Gut, wir holen den Meckes und ballern den noch hier in die Ecke. Wunderschön, einfach nur wunderschön. Da haben wir wieder einen kleinen Verlust an Dracorex diesmal. Na, so langsam fängt es dann auch hier in der Gegend an.
Aber ich finde so generell von der Lebenszeit der Dinos her sind wir da eigentlich ganz gut im Rennen. Dann holen wir auch direkt einen neuen Dracorex. Schauen mal, ob unsere Frittenbude hier was verändert hat. Jawohl. Nee, Moment, das ist Toilette. Naja, es ist zumindest schon mal nicht mehr rot. Das ist ja schon mal besser wie gar nichts. Zweifelsfall können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob wir den Ranger-Zugang hier unten hinlegen und dafür die Tribüne hier oben. Wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Mal schauen. Auf der anderen Seite, wir brauchen auch nur noch 4 Personen hier unten für die Gesamtgästeanzahl, damit wir auch den Auftrag mal abgeschlossen haben. Wir holen uns direkt den nächsten Auftrag. Also ich muss erst 2300 erreichen und dann 2 Minuten halten. Ja gut. Wir probieren unser Glück. Aber auch nur, weil wir nur noch ein paar Männlein da entfernt sind. Ja, jetzt klopft es aber rein. Den lassen wir erstmal frei und transportieren den auch direkt schon rüber. Wer ist jetzt umgefallen? Ein Triceratops. Ne, ist gar keiner. Boyangosaurus, eine Altersschwäche. Ja, dann kühlen wir den selbstverständlich auch direkt nach. Ab da. Unseren Dracorex verfrachten wir in sein Gehege. Ich bin mir hier nie sicher, was ist das Hintere? Die Jungs machen jetzt soweit alles fertig. Ich würde sagen, damit wir nicht wieder so eine riesenlange Folge haben, wir sind jetzt bei einer knappen halben Stunde. Hat nicht ganz funktioniert mit dem die Insel verlassen, aber in der nächsten Folge dafür ganz sicher. Denn wir sind ja schon wirklich jetzt dicht dran. Und bis zum nächsten Step sollte das dann auch kein so großes Thema mehr sein. Gut, schade drum, aber mir persönlich gefällt das Projekt. Ich hoffe, euch auch. Und von daher, langweilig wird es garantiert nicht werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und, oh Gott, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao, ihr Lieben.